Elektroautoaktien sind heiß begehrt. Tesla ist über 1 Billion Dollar wert inzwischen. Und BYD bringt es an der Börse auch schon auf 115 Milliarden Euro. Das sind enorme Bewertungen. Und ich habe heute eine Elektroautoaktie für Sie aus China. Da liegt der Börsenwert nur bei 4 Milliarden Euro. Aber Achtung, diese Aktie ist noch spekulativer. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Heute geht es um eine Elektroautoaktie aus einem Land, aus dem viele Elektroautobauer kommen und das auch immer noch der größte Elektroautomarkt der Welt ist, nämlich China. Es ist aber auch eine sehr spekulative Aktie und darum muss ich auch mal was Grundsätzliches sagen, vorher noch kurz. Die letzte Einzelaktie, die ich hier besprochen habe, das war ja Thai Beverage vor einer Woche. Es hat auch sehr viele sehr nette Kommentare von Ihnen gegeben. Herzlichen Dank dafür, selbstverständlich. Und außerdem hat man in den Kommentaren auch gesehen, wie viele weltmännische, weitgereiste Zuschauer wir hier auch haben, die dann auch spontan gesagt haben, gut, die Aktie mag okay sein, aber das Bier, das die verkaufen, das Changbier, das ist schrecklich. Wobei ich sagen würde, auch das Bier ist ganz okay. Also vor allem bei 30 Grad im Schatten, wie man sehr oft hat in Thailand. Und eben auch für asiatische Verhältnisse natürlich. Was jetzt nicht heißt, dass es sich messen kann mit dem, was wir hier so kennen. Das sage ich jetzt einfach mal aus einem gewissen westlichen Überlegenheitsgefühl heraus, das aber mit Blick auf Asien natürlich leider immer weiter zusammenschrumpft und sich jetzt eigentlich nur noch erstreckt auf unsere wunderbaren Biermarken hier. Aber wer weiß, jetzt wo der thailändische König ja zurückgekehrt ist aus Bayern nach Thailand, vielleicht verfügt er jetzt ja, dass jeder Thai ab jetzt nur noch Paulaner trinken darf oder fränkisches Rauchbier. Dann wäre natürlich auch Thai Beverage nicht mehr die defensive Aktie, als die ich sie geschildert habe neulich. Aber es ist eben nichts völlig unmöglich. Und ich sage das vor allem darum, weil ich ja schon einige spekulativere Aktien auch vorgestellt habe. Und das ist eben auch nicht immer aufgegangen. Und darum hat zum Beispiel vorletztes Mal eben ein Zuschauer auch wieder geschrieben, deine letzte unbekannte Aktie war Hepsi. Look at this. Hepsi, das ist Hepsi Burada oder D-Market Electronic Services, ein E-Commerce-Unternehmen aus der Türkei, das an die Nasdaq gegangen ist. Ich habe die Aktie vorgestellt im August und sie ist schon kurz danach eigentlich deutlich gefallen und hat sich inzwischen sogar mehr als halbiert im Kurs. Und da ist es sicherlich auch irgendwo legitim, dass man da als Zuschauer gern immer wieder mal dran erinnert an dieses Schandmal meiner YouTube-Historie. Und wenn ich das Video damals gesehen hätte und dann die Aktie gekauft hätte, dann wäre ich vielleicht auch sauer, kann schon sein. D-Market hat dann eben kurz danach Zahlen rausgegeben und diese Zahlen, die haben auch wirklich enttäuscht und die Krise der türkischen Lira an sich, die hat sich dann ja auch noch mal verschärft. Und zu meiner Verteidigung, ich glaube schon, ich bin auch relativ ausführlich eingegangen damals auf die Risiken, was dann ja viele auch immer nervig finden, also dieses einerseits, andererseits immer in den Aktienbesprechungen. Aber man muss sich eben eins auch grundsätzlich fragen. Was können Analysen hier auf YouTube leisten? Mal abgesehen davon, dass ja jeder hier auf YouTube auch mal falsch liegen kann oder vielleicht auch mal völligen Quatsch erzählt. Aber davon abgesehen, man muss es eben auch wirklich so sehen, so ein Beitrag ist immer eine Momentaufnahme. Die Welt dreht sich weiter danach und sie kann auch nach 2 Wochen schon völlig anders aussehen. Und da hilft es Ihnen dann auch nichts, wenn Sie dann im Hinterkopf haben, naja, der und der auf YouTube, der hat aber doch damals gesagt, die Aktie ist gut. Von dem Moment an, wo Sie das sehen und die Aktie kaufen, sind Sie mutterseelenallein, man kann es nicht anders sagen. Und Sie müssen sich selber drum kümmern.
Es gibt Leute, die ihnen das vielleicht abnehmen auch. Es gibt Vermögensverwalter, es gibt Börsendienste, die das leisten möglicherweise, aber eben leider nicht YouTube-Beiträge. Egal, ob sie jetzt gut sind oder schlecht. YouTube-Videos sind eine Anregung und sie kriegen gute Informationen auch im Idealfall, die sie vielleicht auch weiterbringen dann. Aber sie reichen eben nicht aus für eine Anlageentscheidung. Die müssen sie selber treffen und sie müssen selber wissen, wie sie vorgehen und was auch zu ihnen passt. Und sie müssen leider auch selber dann immer an den Sachen dranbleiben. Tut mir leid, wenn ich das so sage. Ich sage es darum, weil es heute wieder um eine Aktie geht, die sehr spannend schon ist, aber eben auch sehr spekulativ. Der gesamte Elektroautosektor ist eigentlich spekulativ, hauptsächlich wegen der hohen Bewertungen. Paradebeispiel Tesla, jetzt endgültig bei über einer Billion Dollar Börsenwert, ist zuletzt wieder ein bisschen runtergegangen, weil ja Elon Musk Aktienpakete verkauft hat, was er sich vorher absegnen lassen hat auf Twitter von seinen Followern da. Das ist mal echte Basisdemokratie. Er hätte natürlich auch einfach seine Aktionäre fragen können, aber die sind ja voreingenommen. Und die hat der ganze Twitter-Spaß dann auch an Börsenwert mehr gekostet als der von Ford und General Motors zusammen. Trotzdem eine beeindruckende Kursentwicklung natürlich, weil auch die letzten Zahlen überzeugt haben, was jetzt nicht unbedingt ein Kaufgrund hätte sein müssen. Man hätte ja auch einfach sagen können, wie schön, dass Tesla jetzt in seine hohe Bewertung auch langsam hineinwächst. Aber anscheinend ist es ein ungeschriebenes Gesetz, dass Tesla immer mindestens ein KGV haben muss von 200. BYD aus China, auch hervorragend gelaufen, obwohl da der Gewinn im dritten Quartal wieder um 28% geschrumpft ist. Da sollte man aber jetzt nicht kleinlich sein, das dürfte die Halbleiterknappheit gewesen sein, die da belastet hat. Wo ich kleinlich bin bei BYD, das ist auch hier die Bewertung. BYD ist ein hervorragendes Unternehmen, aber wir haben eben auch da schon eine KGV-Bewertung von 150 und das ist nicht von Pappe. Aber vielleicht bin ich da ja wirklich immer zu kritisch und darum bespreche ich heute eben eine andere Aktie mal völlig unkritisch, obwohl es eigentlich eine Zockeraktie ist. Aber warum Tesla kaufen bei einem Börsenwert von einer Billion Dollar oder BYD bei 115 Milliarden Euro, wenn es auch einen Newcomer gibt im Elektroautosektor mit einem Börsenwert von nur 4 Milliarden Euro? Und zwar China Evergrande New Energy Vehicle. China Evergrande, da erinnern Sie sich, das ist der chinesische Immobiliengigant, der gerade zusammenbricht. Und dieser Immobiliengigant, der hat auch eine börsennotierte Elektroautotochter. Evergrande New Energy Vehicle. Und man kann sich's vorstellen, auch diese Aktie hat's jetzt schwer erwischt im Zuge dessen. Das ist der 5-Jahres-Chart in Hongkong-Dollar. Letztes Jahr hat's eine richtige Rallye gegeben da, wie bei vielen Elektroauto-Aktien ja. Das Hoch war dann erreicht im Februar bei über 70 Hongkong-Dollar, entspricht einem Börsenwert von 87 Milliarden Dollar, mehr als heute BMW. Ist schon nicht schlecht für ein Unternehmen, das noch kein einziges Auto verkauft hat in seiner Geschichte. Aber klar, man hat sich damals eben irgendwie gedacht, hinter denen steht China Evergrande und die ziehen das durch und die rollen den Markt da jetzt auf. Nur jetzt ist eben nichts mehr mit China Evergrande und dementsprechend dann eben der Komplettabsturz. Allerdings zurzeit stabilisieren sie sich auch wieder. Hier haben wir die letzten 3 Monate. Das Tief war Ende Oktober, auf dem Höhepunkt auch von dieser Evergrande-Krise. Da waren wir nur noch bei 2 Hongkong-Dollar und jetzt sind wir schon wieder bei 3 Hongkong-Dollar 70 Stand Freitag. Und die große, große Frage ist jetzt natürlich, packen die das noch? Oder gehen die zusammen mit China Evergrande, dem Mutterkonzern, jetzt unter? Man muss sagen, das Ganze war schon auch so ein Ausdruck wieder mal von chinesischem Größenwahn. Und ich will da jetzt von niemandem die Lebensleistung schmälern oder sowas, weil wenn man sowas hinstellt wie China Evergrande, klar, das gehört, da gehört schon was dazu. Aber die sind eben auch zu hart am Wind gesegelt dann und das rächt sich jetzt.
Und diese Expansion dann in den Elektroautosektor, das war eben auch mal wieder so was Typisches, so in die Richtung, wir sind die Größten, wir können alles, wir haben alles Geld der Welt. Und die Messlatte, die war dann natürlich Tesla gleich erklärtermaßen. Und man hat gesagt, man zieht jetzt Produktion hoch und 2021 kommen die ersten Autos und 2035 verkauft man dann 5 Millionen Fahrzeuge pro Jahr. Das war die Idee. Und heute haben wir aber ein Unternehmen, dem das Geld ausgeht, das wochenlang auch seine Mitarbeiter schon nicht bezahlt hat und wo man jetzt eben überhaupt nicht weiß, wie es weitergeht. Wenn man die letzte Bilanz sich so anschaut vom ersten Halbjahr, dann sieht es noch nicht mal so schlecht aus da. Also die Aktiva sind höher gewesen noch als die Passiva. Das Eigenkapital war bei 1,6 Milliarden Euro umgerechnet, aber einfach damals schon viel zu wenig Cash und viel vom Umlaufvermögen waren auch da Immobilienprojekte, weil das Ganze erstmal auch in den Mantel gesteckt worden ist von Evergrande Health, einer anderen Tochtergesellschaft. Und auch eben da noch eine ungute Vermengung hat man da mit Geschäft vom Mutterkonzern und dadurch auch Intransparenz. Und natürlich eben die große Frage, wie geht es jetzt weiter? Und ich muss Ihnen, glaube ich, nicht sagen, dass das jetzt keine Aktie ist, mit der man seine langfristige Altersvorsorge aufbaut oder sowas, sondern das ist hier hopp oder top, dickes Kursplus oder Geld weg. Aber trotzdem, meiner Meinung nach ist es nicht völlig abwegig, dass die's doch noch mal schaffen und dass das doch noch mal was wird. Erstens, es gibt eine Tochter in Schweden, die National Electric Vehicle Sweden, und das sind Anlagen und Patente und Assets vom Autokonzern Saab, da vom Elektroautobereich. Saab kennt vielleicht noch der eine oder andere. Hat man sich damals halt mal so gut gekauft, als es noch super lief. Das soll jetzt aber wieder versilbert werden. Geschätzter Wert ist da 1 Milliarde Euro. Das wäre schon mal was, wenn man die jetzt losbrächte, dann hätte man jetzt nämlich wieder selber Geld für die eigenen Projekte. Evergrande New Energy hat 8,8 Milliarden Dollar bis jetzt schon investiert in Forschung und Entwicklung und hat jetzt auch wirklich 9 Modelle, die auf den Markt kommen sollen. Also hier der Hank G5 zum Beispiel, ein Crossover, ein sogenannter, voll elektrisch natürlich. Das ist das Modell, mit dem man anscheinend am weitesten ist. Und dann noch ein bisschen größer und schicker hier zum Beispiel der Hank G6. Letzten Endes würde ich sagen, alles ganz nette Sachen, aber jetzt auch nichts Spektakuläres. Also so schauen Elektroautos in China einfach aus zurzeit. Aber trotz allem, nächstes Jahr sollen die wirklich immer noch auf den Markt kommen. Also es steht schon auch was da bei dem Laden und das ist nach wie vor was wert. Und es gibt ja nach wie vor auch genug Konzerne, die irre genug sind, immer noch, dass sie jetzt ja einsteigen wollen in großem Stil in Elektroautomat. Also denken Sie an Foxconn, denken Sie auch an Xiaomi. Mit Xiaomi hat Evergrande auch gerade verhandelt, hat sich erstmal nichts ergeben daraus, was jetzt natürlich weniger gut ist. Wir wissen aber nicht, woran es gelegen hat. Also es kann sein, dass Xiaomi gesagt hat, gefällt uns nicht so gut, was die da haben. Es kann aber auch sein, dass Evergrande gesagt hat, eigentlich wollen wir es doch lieber alleine machen. Und das ist nämlich auch der neueste Stand. Der Evergrande-Chef, also der vom Gesamtkonzern, der hat nämlich neulich gesagt, Evergrande, ja, muss jetzt natürlich saniert werden, muss restrukturiert werden, aber das Kerngeschäft danach, das werden nicht mehr Immobilien sein, sondern das werden, hört, hört, Elektroautos sein. Und das weckt jetzt natürlich irgendwie auch die Hoffnung, dass sich Evergrande da jetzt eben voll fokussiert auf die Elektroautosparte, die ja auch ein Asset ist natürlich. Und dass Evergrande jetzt auch alles tut, um wenigstens die durchzubringen, auch wenn das meiste andere dafür dann im Bach runtergeht. Und last but not least, die Stadt Tianjin, wo ein Werk von Evergrande New Vehicle steht. Und die dann natürlich auch Hoffnungen reingesetzt hat in das Ganze, die das Ganze auch weiterbringen will nach wie vor und die auch gesagt hat, das sind jetzt zwar schwierige Zeiten jetzt im Moment, aber man wird das gemeinsam durchstehen. Und auch, dass Evergrande da jetzt jede Unterstützung von dieser Großstadt bekommt, jede Unterstützung, die sie braucht.
Es war vor ein paar Tagen auf einer Konferenz, wo man auch diesen Produktionsstart für nächstes Jahr jetzt nochmal bestätigt hat. Wahrscheinlich kommt dann als erstes der Hengji 5. Und auf dieser Konferenz, da waren dann auch noch andere Partner da, zum Beispiel Bosch und Hitachi, die auch ihre Unterstützung bekräftigt haben. Was natürlich auch wichtig ist, dass auch die Zulieferer dem Ganzen noch vertrauen. Darum alles in allem. Es ist wahrscheinlich, meiner Meinung nach, dass es jetzt doch irgendwie weitergeht. Und wenn dann in einem Jahr oder so wirklich die Produktion laufen sollte, dann glaube ich auch, dass die Marktkapitalisierung deutlich über den 4 Milliarden Euro, ja doch 4 Milliarden Euro, die wir jetzt haben, liegen wird. Das heißt jetzt nicht, dass sich dann die Aktie automatisch bis dahin schon verdoppelt oder verdreifacht, weil die brauchen natürlich Geld jetzt und darum wird es auf jeden Fall auch in irgendeiner Weise Verwässerung geben. Und die Frage ist da jetzt eben vor allem, wie macht man es kurzfristig? Also ganz elegant wäre natürlich, wie gesagt, wenn man dieses Schwedengeschäft schnell losbekommt. Dann sind auch denkbar Garantien, zum Beispiel von der öffentlichen Hand, eben von der Stadt Tianjin. Oder aber doch noch ein Partner möglicherweise auch, der dann eben jetzt doch auch mit reingeht. Also es hängt da jetzt ganz viel von den kleinen Details ab, wie man das durchzieht. Aber wie gesagt, wir haben hier auch schon eine Marktkapitalisierung gehabt von 87 Milliarden Dollar, obwohl auch damals klar war, dass noch Kapital gebraucht wird. War natürlich damals völlig übertrieben, aber wir haben auch noch andere chinesische Elektroautobauer, Li Auto zum Beispiel, XPeng und NIO, die eigentlich jetzt auch keine großen Stückzahlen bauen und die aber trotzdem Börsenwerte haben von 28 Milliarden Euro bei Li Auto, 36 Milliarden Euro bei XPeng und 55 Milliarden Euro sogar bei NIO. Insofern haben wir dann vielleicht ja auch bei Evergrande New Energy demnächst wieder doch einiges an Luft nach oben, wenn die das jetzt durchstehen. Die anderen chinesischen Elektroautobauer, auch alles Aktien, die ich ja viel behandelt habe, die ich auch hier weiter behandeln werde in Zukunft. Und was Evergrande New Energy betrifft, meiner Meinung nach ist das einfach eine interessante Geschichte, was da passiert. Also sehen Sie es hier als das, was es ist, als eine Idee, als Anregung für noch mehr Recherche vielleicht von Ihrer Seite, aber eben auch als eine sehr volatile, sehr spekulative Aktie. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und wenn Sie sie kaufen und Geld verlieren damit, dann ist es Ihr Problem, dann ist es nicht mein Problem. Und das sage ich jetzt einfach am besten unter jedem Beitrag oder nach jedem Beitrag. Dann bin ich auch immer fein raus. Aber machen wir uns nichts vor, es ist eben auch so. Also was soll ich sagen? Viel Glück, willkommen an der Börse. Und wenn Sie jetzt aber trotzdem noch mehr lapidare, unverbindliche Infos von mir haben wollen, zu spannenden und aber vielleicht auch spekulativen Börsen und Einzelaktien, dann verweise ich nochmal auf unseren nächsten Zukunftsmärkte-Report. Da geht es diesmal um den Aktienmarkt in Brasilien, der seine Rallye unterbrochen hat, jetzt der jetzt wieder stark korrigiert hat. Und Sie erfahren in unserem Report, worum es da gerade geht, was den Markt da gerade bewegt und ob das vielleicht auch eine Chance ist, diese Korrektur, die wir da momentan haben. Die Zukunftsmärkte-Reports von uns sind immer gratis. Dieser eine Report, der geht morgen raus. Also wenn Sie es noch nicht gemacht haben, einfach noch schnell dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür steht hier auch nochmal unter dem Beitrag. Alles Gute Ihnen, herzlichen Dank fürs Zuschauen.